Hey Leute, klare Ansage. Ihr seid hier bei Rocket Beans TV. Hier sind die Alphas der Videospielgeschichte, meine Damen und Herren. Wir spielen Warzone. Nein, wir spielen nicht Warzone. Wir gewinnen Warzone. Und zwar jetzt. Ja, Mann! Ja, Mann! Bananen essen und rumballern. Das können wir gut. Zumindest Bananen essen. Das Ding ist, ich habe in meinem Urlaub letzte Woche. Wow. Entschuldigung, ich habe meine Amazingness mitgebracht. Belästigt die das? Dich das? Die pusht mich. Meine Amazingness? Push me to the limit. Ich habe letzte Woche sehr viel Warzone gespielt. Ernsthaft? Ich habe es geschafft. Ja, ich hatte Urlaub und habe die ganze Zeit Warzone gespielt. Weiß ich warum? War plötzlich in so einem Warzone-Loop. Ehrlich gesagt, habe ich mehr Zeit in der Lobby verbracht als je zuvor in meinem Leben. Und du weißt, wir haben in FIFA auch schon viel Zeit in Lobbys verbracht. Aber ja. Bei Warzone kann es ja so gehen, du stirbst und dann bist du wieder im Matchmaking. Und ich bin aus diesem Matchmaking, ich bin echt Matchmaking-Profi mittlerweile. Aber bist du zwischendurch auch mal gestorben? Ja. Deswegen warst du in der Lobby? Ich habe den 150. Platz geschafft von 150. Herzlichen Glückwunsch. Hast du mit alleine gespielt oder mit Ralle oder Nico? Nee, ich wollte gestern mit Nico ja noch spielen nach Bundesliga. Mhm. Aber der hat dann irgendwie noch einen Podcast oder so gemacht. Und dann habe ich schon mal alleine gespielt und war sofort gefrustet. Und als Nico dann bereit war, hatte ich schon keinen Bock mehr. Ja, aber so ist das. So ist das bei Warzone. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ein paar neue Taktiken, die wir heute ausprobieren können. Ich brenne drauf. Die Busch-Taktik ist wirklich gut. Wir werden uns versuchen zu bewaffnen bis an die Zähne und dann bis zum Ende des Spiels in einem Busch zu campen. Ach so, ich dachte, Busch-Taktik wäre Irak überfallen oder so. Aber das war Busch-Taktik, verstehe. Ja, bin ich dabei. Also campen und nichts machen, bin ich dabei. Okay, wir haben auch schon übrigens, weil wir immer sehr gut vorbereitet sind, ihr seid ja bei Rocket Beans TV. Und deswegen haben wir schon mal hier eine Lobby sozusagen erstellt. Wir sind auch schon in einem Team zusammengefunden und brauchen eigentlich nur noch starten jetzt. Nils? Sag mal was. Sag mal was. Hallo Nils. Ja, ja. Nils, ich höre dich. Ich höre dich, ja. Okay. Ja, Nils. Ja, Nils, gut. Willst du wissen, wie ich es geschafft habe, 150. zu werden? Ich habe es auch getwittert, aber ich bin direkt nach dem Flugzeug, du hast gar nicht gesagt, dass du es rennst. Ich bin direkt nach dem Absprung, habe ich versucht, quasi eine 180-Grad-Drehung zu machen, hinter das Flugzeug zu fliegen, an den Rand. Um zu gucken, was das macht. Oder? Nee, und dann habe ich den Fallschirm gezündet, um Übersicht zu kriegen und Zeit zu haben. Ja. Und dann bin ich aus Versehen aus dieser No-Fly-Zone raus. Ah, und dann also habe ich den Wendekreis unterschätzt. Quasi ein Fallschirm. Hättest du mal den richtigen Schirm eingepackt. Und dann habe ich den Wendekreis unterschätzt und dann tickt es so runter. 4, kehren Sie zurück in die Zone. 3. Ja, ja, ja. Und ich habe so richtig langsam so gedreht und dann bin ich direkt in der Luft gestorben und war der Erste im Gulag. Und im Gulag habe ich mich selber in die Luft gejagt und damit habe ich es geschafft. Wieso hast du dich denn im Gulag selber in die Luft gejagt? Naja, ich wollte eine Granate werfen und eventuell ist die vom Auto zurückgeflogen. Also vielleicht habe ich das ein bisschen schlecht geworfen, da ist die wieder auf mir gelandet. Und das war so schnell, es ging alles so schnell und dann war ich wirklich 150. von 150. Ich bin ja der Meinung, es gibt so eine Kurve. Punkt. Und hier oben ist der Erfolgsbereich und hier unten ist der unerfolgreiche Bereich. Und wenn du mach's wenigstens richtig. Sei entweder richtig erfolgreich oder richtig unerfolgreich. Bin ich ja. Aber komm hier nicht mit so halben Sachen, so Platz 27 oder so ein Scheiß. Entweder wir losen richtig oder wir rulen. Und heute rulen wir. Ja. Du wirst sehen, Operation Buschfieber wird uns heute viel Spaß bringen. Der Busch ist dein Freund, wie damals in den 60er, 70er Jahren. Spielst du auf Schambehaarung an oder was? Was? Ich weiß, so eine Witze sind bei mir halt einfach nicht, da bin ich einfach der Falsche für, ne? Warum? Weil ich will es mir nicht mit meiner Twitter-Bubble ruinieren. Okay, das habe ich lange hinter mir gelassen. Ey, Nils. Ja. Es wird dich jetzt sehr überraschen, was ich jetzt sage als nächstes. Aber wir spielen ja zu zweit. Ja. Und wenn wir zusammenbleiben, steigen unsere Überlebenschancen. Ey, nach dem, was du mir gerade geschildert hast, bin ich mir nicht sicher, ob das für mich auch gilt, wenn ich bei dir bleibe. Nein, weil wir uns gegenseitig wiederbeleben können. Was selten klappt, aber okay, pass auf, ich mach zuerst Ansage, okay? Okay. Wir werden wieder versuchen, weit weg von allem. Hier. Sowas oder so. Irgendwas Kleines. Hier, direkt am Rand. Okay? Was? Oh. Ich habe einen blauen Marker gesetzt. Ja, das ist doch aus dem Bereich raus.
Ja, ja, genau. Wir fahren dann später in den Bereich rein. Also quasi jetzt direkt runter? Jetzt direkt oder was? Raus. Ich habe mit Pet gezockt, das ist jetzt schon wieder so ungewohnt. Muss dann, ist shit, ich sehe den Marker. Ich sehe den Marker auch nicht. Er ist schon direkt da links. Hier unten direkt. Das erste Gebäude. Ja, ja, hier das Police-Gebäude oder was das ist. Ich sag dir, das ist die krasse Taktik. Und jetzt wird hier geil gelootet. Hier wird schon gebolzt. Da ist eine Kiste. Es ist ungewohnt, dass ich jetzt plötzlich mit Maus und Tastatur. Ganze Wochenende habe ich nur mit Maus und Tastatur gespielt. Nee, mit Pad. Aber ich bin eigentlich froh, dass es jetzt Maus und Tastatur ist, weil mit Pad zielen ist echt. Es gab mal einen sehr berühmten Basketballcoach, Pat Riley. Kennst du den noch? Natürlich kenne ich Pat Riley. Der hat auch immer nur mit Pad veralbern. Ach ja, Oma ist schon gelootet. Warum? Es macht überhaupt keinen Sinn, dass du auf mich schießt. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass du das gleiche Gebäude lootest wie ich. Aber es ist auch nur das hier. Ne? Naja, ich denke, wir bleiben zusammen. Naja, wir müssen schon jetzt hier das alles weglooten. Ich glaube, hier ist keiner mit uns gelandet. Also, das wäre auch ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht das Klügste. Wir müssen jetzt hier schon einigermaßen. Scheiße, ich höre doch die scheiß Kiste. Oh, geil. Ich habe einen Herzschlagsensor. Ja, sehr gut. Wie kann man den nochmal andocken? Wie mache ich den an? Weiß ich nicht, welche Taste das bei dir ist. Musst du sehen, was gemacht. Hubschrauber. Das eigentlich auch noch mal. Oh, rote Kiste. Nur eine scheiß Schotti, aber die nehme ich kurz. Gasmaske ist auch immer sehr gut, dann stirbst du nicht so schnell in diesem Todesnebel. Kannst du mir mal bitte sagen, wie man das macht? Oh, selbst. Geil, Selbstwiederbelebungskit. Eine epische Waffe. Was ist denn das für eine? Eine ungewöhnliche. Ist episch immer besser als. Kommt auf die Waffe an. Episch heißt einfach nur, dass sie viele Aufsätze hat. Also. So, und jetzt bewegen wir uns mal langsam Richtung Control Tower hier. Ich gehe dahin. Bist du ready? Hier, ja, das Gebäude habe ich schon gelootet. Komm mit. So, welche Taste mit Q? Heartbeat. Ich kann dir bei den Tasten wirklich. Nichts auf dem Heartbeat. Ich berichte, es ist nichts auf dem Heartbeat. Oh, ich mach den Heartbeat an. Oh, nichts auf dem Heartbeat. Okay, wir können weitergehen. Ich gehe links in das Haus hier rein, oder was? Ja, genau. Hier looten wir. Ich loote links in dem Haus. Würde ich jetzt überraschen, nicht durch Fenster springen. Warum? Ja, nur eine dumme Knarre. Panzerungstasche, okay. C4, Primärausrüstung. Das hier. Whatever. C. Hast du die Kiste aufgemacht? Ja. Oh, die nehme ich. Du kannst doch einfach mir hinterherlaufen und einfach mir Sachen. Ja. Ey! Nimm mal eine Kiste auf, du kommst und schnappst. Du wirst niemals snipern. Willst du snipern? Ich sniper tatsächlich gerne mal. Ja, okay. Ja. Du kannst diese haben, die hat nämlich einen Scope. Ja, nehme ich. Sag's mir eben noch nicht im gleichen Gebäude, Luke. Ja, wir sind hier beide gleichzeitig gewesen und ich bin nicht davon. Nein, genau das sollst du nicht machen. Achso, ich möchte mich entschuldigen. Kann ich das rückgängig machen? So, oh, der Kreis kommt. Lass mal abbauen. Los. Nächstes Ziel machen wir direkt hier irgendwo. Hier, so in dem Gebäude da, weißt du? Oh, du kannst schon mal laufen. Hier, ich hab's markiert, blau. Okay, ab jetzt müssen wir 500 Meter, ja. Da oben in dem Tower können Leute sein. Und auf dem Minimap gucken, da siehst du auch schon Action. Auf meinem Heartbeat. Das bist du. Du bist 100 Meter vor mir. Shit, ich habe die Tasten so schlecht konfiguriert. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die Claymore setze, ey. Claymore? Rück mal das Mausrad rein. Nee, das ist bei mir doch alles anders. Scheiße, wir müssen übers Flugfeld joggen. Das ist eine richtig scheiß Idee. Ja, hier lieber außenrum. Ja, wir haben hier nicht mehr viel Raum, ey. Ja, doch. Easy. Kreis kommt immer langsam. So oder so müssen wir über ein freies Feld latschen. Das ist keine gute Idee. Ja. Ja, wir können auch längs lang. Ich bin bei dir. Ja, komm, Geronimo, scheiß drauf. Ja, shit, das mit dem Flugfeld ist nicht so geil. Geronimo, Geronimo's Cadillac. Willst du einsteigen? Nee, macht zu viel Krach.
Irgendeiner hat uns eh schon aufs Korn genommen. Aber mit ein bisschen Glück sind da nicht so viele Leute hier ausgestiegen, weil wir auch wirklich nicht im Kreis waren. Oh, nice. Hab ich auch einen Sniper. Now I have a machine gun. Okay. Okay, wir sind kurz vorm Kreis. Wir gehen hier hoch. Was wir machen können. Erstmal Sicherheit. Wir können auf der Map gucken. Okay, hinter uns ist es leider, außerhalb des Kreises. Hier wurde schon gelootet, Achtung. Überall, wo so Flaggen sind, hier zum Beispiel. Wenn wir das schaffen, auszulösen, dann sehen wir, wo der Kreis als nächstes sein wird. Ach was. Und dann, ja, und dann kannst du nämlich vorher schon dir eine geile Location suchen. Jetzt musst du zu diesen Pfeildingern gehen, weißt du, Flaggen-Symbolen auf der Map. Eine ist direkt hinter uns, aber. Na, sie ist auf dem Heartbeat. Hm, hast du? Nee, ist nichts auf dem Heartbeat. Ich überlege, ob ich jetzt noch zu dieser Flagge gehe. Aber, naja, ich weiß nicht. Lass ist doch da, hier warten, die ist oder? Da oben drauf. Dann wissen wir, wo es als nächstes. Ja, jetzt ist es zu spät, komm. Da könnte im Zug einer sein. Ich immer einer auf dem Zug. Wer schießt denn hier? Okay. Sehr lustig hier. Läufst du hier? Ja, ne? Naja, muss ja. Du siehst ja auch auf der Map. Ich such die ganze Zeit so eine. Hier ist irgendwo eine Dingsbombs. Eine Kiste? Ja. Dann könnte man aufs Dach, aber das würde ich eher nicht machen. Nö, also sofort weggesniped oder. Tut. Auf dem Zug. Ich habe geile Aktionen gemacht. Was immer geil ist, einen Lastwagen nehmen und einfach um die Map fahren und rumhupen. Ja. Früher oder später hast du einen Konvoi, weil die Leute sich dir anschließen. Oh, hörst du das? Da ja. Ist ein Fahrzeug. Da steigen welche aus. Wo? Wo ist da? Da habe ich raus snipe auf 284, da ist irgendein Auto stehen geblieben gerade. Das war rot und dann. Die sind da ausgestiegen, die können ja ins Gebäude reinkommen. Ich weiß nicht, wie ich die Claymore benutze. Hinter uns ist es da. Ich habe nichts auf dem Heartbeat. Er fährt wieder. Oh, scheiße. Ja, er hat wieder ab. Hä? Der ist direkt, wir der müssen, ist hier direkt bei uns. Ja, aber wir müssen uns move. Achtung. Da ist er. Oh. Außen? Ja, ja. Nicht rennen, nicht rennen. Wie geht man eigentlich? Ist eine G-Taste? Und nur geht? Oh, Alter. Okay. Was ich? Ich nehme die Jagd auf. Die sind hier gegenüber im Container. Sag mal eine Zahl. 104, 115. Nicht rennen, nicht rennen. Ach, das bist nicht du. Oh shit, dann sind das ja die. Na, ich bin, der hat mich bewegt zumindest gerade. Wir müssen uns bewegen, ne? Ja, komm. Das ist nicht weit, aber. Ja, wo bist du? Bist du draußen? Guck auf die Map, dann siehst du es. Oh, das bist du. Nein! Ich habe auf dich geschossen. Den einen habe ich erwischt, den anderen nicht. Guck mal, wie wenig der nur noch. Alter, ich hätte die fast beide gehabt. Ja, der eine hatte ich angeknuspert. Ey, du hättest was sagen müssen. Ich, ich war schockgefrostet. Ja. Ich springe aus dem Fenster. Ich hätte einfach eine Sekunde länger da oben bleiben müssen. Oh, geht direkt los. Ich habe es aber auch nicht gerafft. Ich habe erst auf dich geschossen. Das waren genau die zwei Schüsse,
die der andere, dem anderen gefehlt haben. Ey, das war schon ganz so schlecht. Gulag! Weißt du, beim Gulag hast du nämlich eben nicht, dass es Glück ist, weißt du? Aber wir hatten die genau in der Zange. Du hättest sie schön von oben aus dem Fenster abballern können und ich von. Scheiße, egal, es war knapp. Ich bin auch immer noch, wenn ich eine AK habe, im Counter-Strike-Modus. Ich mache immer nur so tap, 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 weißt du? Dabei kann man einfach auch mal die Taste gedrückt halten, dann wäre er wahrscheinlich tot gewesen. Alter, scheiße, das Ding kommt schon. Bist du schon wieder raus aus dem Gulag? Ja. Wie schnell ging das denn? Ja, ich bin einfach super der Gulagmeister. Du hast gar nicht gekämpft, oder? Natürlich habe ich gekämpft. Ja, manchmal wird man aus dem Gulag einfach so entlassen. Bei mir ist irgendwie passiert. Wegen guter Führung oder was? Bei mir steht Warten auf Gegner. Ey, das war so dumm. Ey, die Waffe, die ich hatte, ne? Die hatte nur einen Burst-Modus. Ja. Und das hat mich total irritiert. Ich schieße. Ganz oft, ja. Und dann ist es ein fucking Burst. Und das habe ich nicht gewusst. Ich weiß, hab ich das auch hat ganz mich oft in dem Zweikampf komplett rausgerissen, weil ich wollte auf den ballern und dann war so. Und dann ging es erstmal nicht mehr. Das heißt, ich muss immer vorher eine Waffe testen. Okay, das werde ich jetzt auch kurz mal machen. Jetzt habe ich auch Burst-Mode. Mit der Steier. Okay, getestet. Mich natürlich jetzt exposed, aber mir egal. Musste ich machen. Bam! Okay. Ah! Ich wurde leider ange. Nein, ich bin doch gerade bei dir. Ja, komm zu mir, komm runter. Naja, du bist ja jetzt tot. Jetzt liegt es an dir. Ja, gesniped, scheiße, von da hinten. Oh. Shit, wo gehe ich denn jetzt hin? Ja, gut, kein Problem. Ich versuche dich zurückzukaufen. Für 4000. Kauf mich zurück. Das klingt auch wie so eine schöne Geschichte. Von einem Mann, der in die Sklaverei verschleppt wurde. Doch sein Liebhaber. Ey! Oh, Alter, du bist ja der lustigste Typ, den ich immer. Du bist ja der allerbeste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Alles, was du über dich selbst erzählt hast, stellt sich aus wahr heraus. Alles, was du erzählst, das stimmt. Ich hab die Map-Taste gedrückt statt der Fallschirmtaste. Das ist doch, wir sind so scheiße. Ja, wirklich wahr. Das ist nicht zu fassen, wie scheiße wir sind. Oh, es tut mir so leid. Ey, wieso hab ich eigentlich einen Abschuss? Zählt der Gulag? Nee, das geht ja nicht. Hab ich den einen, der mich irgendwann, hab ich den auch noch erwischt? Oder woher kommt mein einer Abschuss? Oder ist das Gulag? Das ist so peinlich. Ich werde gerne mich unsichtbar machen. Du, es ist auf Band, es ist vorbei. Es ist definitiv einfach für alle Zeiten, leider. Für alle Zeiten ist das im Internet. Alle werden es sehen, früher oder später. Das ist eine Frage der Zeit, bis dein Sohn das findet. Ich da, aber öffnet nicht der Fallschirm automatisch? Warum sollte er? Weil er das macht manchmal. Oh, das ist so unangenehm. Es ist wieder mal maximal schlecht. Wieso? Es könnte doch auch mal mittelmäßig schlecht aber laufen. Aber einfach mit welcher Geschwindigkeit du einfach auf diesen Asphalt einfach auf. Einfach so knallert. Oh mein Gott. Aber ich finde, es war nicht so schlecht. Es war, wir hatten ein Gefecht, was wir nicht sofort verloren haben. Ja. Wir haben einen von denen mitgenommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Doch, ich habe auch einen Abschuss. Ja, sonst hättest du ja zwei Abschüsse. Ja, einen haben wir mitgenommen. Ja, aber deiner kommt dann wahrscheinlich auch aus dem Gulag. Nee, ich habe definitiv den Typ gefragt. Ja? Ja, aber der wurde wieder aufbewahrt, aufgebahrt, also auferweckt. Ja, das weiß bestimmt Chat, ob der Gulag. Ja. Scheiße, es ärgert mich. Aber ey, das war die erste Runde. Du weißt, wie bei uns erstes FIFA-Match, erste Counter-Strike-Map, erste Warzone-Map. Du weißt, wie es ist. Mich macht das nur noch geiler auf Erfolg. Wir können mithalten hier mit den jungen Leuten. Können wir wirklich? Mann, ich baller doch hier rum, du! Lass mich doch mal mein eigenes Ding da machen! Hä, wieso bewegt der sich denn so komisch, Alter? Du mieses Schwein! Jetzt hol ich dich. Was ist denn das? Selber schuld.
Leute, jetzt geht's. Achso, jetzt muss ich eine Ansage machen. Ja. I tell you something. Oh, was denn? Tell you something, me, Gene. Sag an, sag an. Ja, da, hab ich schon gemacht. Hä, das Gelbe? Wir gehen ein bisschen weiter. Storage Tower? Nee, Boneyard. Boneyard. Da, Boneyard, okay. Also auch direkt am Anfang raus, ne? Und dann, aufpassen, dass wir das auch schaffen, ne? Und guck mal nach diesen Flaggensymbolen. Da sind ganz in der Nähe, im Norden davon sind zwei so Flaggendinger. Dann können wir gucken, wo der nächste Kreis ist. Flaggen. Warte mal, ich hab doch gesetzt. Scheiße, raus, ich bin raus. Ich weiß auch gar nicht wohin. Da, okay. Okay, zwei Leute sind da rechts im Gebäude. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Nee. Boneyard ist dieses, Lass mal die Gebäude, an denen du jetzt gerade bist, genau. Warte, wo bist du? Bist du? Ich bin hier vorne im Lagerhaus. Ja, gut, ich gehe dann, nimm das andere. Oh, er wird geballert. Auf mich geballert. In der Luft, auf mich geballert. Ich bin schon fast hinüber. Bist du noch cool? Nee, hinter überhaupt dir, nicht. Hinter dir? Ja. Nee, ich bin überhaupt nicht cool. Ich bin bei dir. Och, dringend. Da ist noch einer gelandet. Nicht rennen. Bei dir da. Exakt bei dir. Nee. Genau. Bist du bei mir? Ich bin hier in dem Gebäude. Okay, da kommt hinter uns. Hier bei mir? Ja, ich seh's, ich seh's. Bin bei dir. Komm zu mir, komm zu mir. Na, ich bin down. Mann, Alter! Ja. Eine Pistole nicht so einfach. Gibt's eigentlich Auto? Gibt's eigentlich, wie heißt das, Team Damage? Nee. Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, ich hab nämlich ein bisschen auf dich geschossen, weil ich dachte, da ist noch einer. Aber ich dachte, es gibt kein Team Damage. Ey, du bist schon dran. Versuch dir zu helfen. Seh ihn nicht. Er ist rechts bei den Kisten. Wo die Flagge ist. Ja. Okay. Hat's auch geschafft? Gulagmann! Hier, ich hab was markiert. Hier. Diese Flagge. Ja. Ich geh dahin. Wir sind hier mitten im Feindgebiet. Okay. Kiste, nicht sie? Vergessen, die Dinge einzusetzen. Die Panzerplatten. Okay, wo bist du? Da oben links. Okay, bist ein Stück weg, bist bei der Flagge, ne? Mhm. Okay, ich habe einen Herzschlagsensor. LOL! Ich weiß einfach nicht, welche Scheiß-Taste der Scheiß-Heartbeat-Sensor ist. Sichere hier irgendwas. Q bei mir. Das Gas kommt. Ich hab irgendwas gesichert gleich. Hörst du das? Moment. Ich muss wissen, welche. Dafür kriegen gerade irgendwas Geiles. 1000 Euro. Ja, das ist das Ding. Das ist das. Du siehst, wo der Kreis als nächstes ist. 1000 Euro kriegen wir. Feldausrüstung. Geil, richtig, richtig abgesahnt. Ich glaub, nee. Ach, hast du nicht gesagt, eine Fahrer ist richtig geil? Fahne. Eine Fahrer. Eine Fahrer? Ja, keine Ahnung. Oder welche Scheiß. Moment, ich muss kurz mal gucken. Alternativer Feuermodus? Keine Ahnung. Primärausrüstung ist es nicht. Taktikausrüstung ist es auch nicht. Was ist es denn dann? Doch, Taktikausrüstung. Okay, ich hab's. So, sorry. War dumm. Wo sind wir? Was machen wir?
Okay. Oh, wir müssen ganz weit. Ich hab mal was. Ich hab mal was markiert. Hast du was markiert? Aber wir können auch erstmal hier bleiben. Ja, also aber der Kreis ist dann relativ schnell. Ne? Ach so, du hast ja den neuen Kreis schon. Du siehst ihn ja schon. Ja. Geil. Wo hast du markiert? Lass uns hier so am Rand irgendwo. Alter, hier ist ein Schutzschild. Wir können jetzt, Nils, wir können jetzt schon in den nächsten Kreis gehen. Ja, ich komm. Ich will nur kurz die Kiste hier noch looten. Und dann geht's los. Schalldämpfer, Sturmgewehr. Ich habe keine Ahnung, was das gut ist oder nicht gut ist, ey. Komm, sonst ist unser Vorteil. Ja, ich komm. Nordwesten machen wir, aber wir müssen halt durch die gesamte Stadt. Das ist auch scheiße. Wir können mit dem Auto fahren. Lass uns ein Auto nehmen. Da ist ein Jeep. Oh, hier ist auch was. Wird hier geballert? Feindliche Drohne über uns. Schrotflinte? Hä? Eine Schrotflinte, ich weiß nicht, ob die. Da ist ein Auto. Auto hinter uns, siehst du auf die Map? Ja. Seh. Feindliche Drohne. Aber der fährt weg. Hold up, ja. Okay. So ein Heartbeat? Ja. Keine Ahnung, ob diese Schrotflinte irgendwie gut ist. Egal. Okay, scheiß jetzt mal auf. Du hast bestimmt schon gute Waffen. Ich hab schon ganz gute Waffen. Lass uns mal da, wo du markiert hast, blau. Ja, ja, ich bin im Geländewagen. Bin direkt hinter dir. Ich überlege, ob wir fahren sollten. Ist das hier, kann man hier mit fahren? Müssen wir auch nicht, oder? Wir haben jetzt ja die Zeit. Ja, aber wir, sonst müssen wir zu Fuß durch hier das gesamte Stadtgebiet. Okay, egal. Wo bist du? Vor dir ein Stück. Oh shit, ich muss mal die. Ich habe keine Metallplatten, ey. Scheiße. So Heartbeat? Nee, ne? Ja. Zeigt nix. Schüsse. Ich brauche unbedingt Metallschrauber. Hier ist ein Fahrzeug. Hier ist eine Metallplatte. Ein Fahrzeug auch. Willst du das nehmen? Wir könnten das nehmen und zum Beispiel hier hinfahren. Okay, guck mal auf die Map, wo ich markiert habe, ganz oben im Norden. Ja, weißt oder, du? Da ist halt niemand wahrscheinlich. Ja, oh, warte. Jemand ballert. Hast du das? Nee. Sollen wir das Fahrzeug nehmen? Können wir machen. Und eine geile Ecke. Warte mal, ey, ach, das ist ein Hubschrauber in der Luft. Ja, komm, wir machen das. Komm! Okay. Klingt sehr laut, dieses Fahrzeug. Ja, Mann, ist egal. Kriegen uns nicht. Ausrüstungslieferung leert sich. Es ist richtig schlau, einfach mitten durchs Gebiet mit dem lautesten Auto zu fahren. Guck, da ist der Kreis schon. Wer ist zuerst im Kreis? Wir. Es ist so laut, ich höre dich nicht, oder? Da wird geballert, geballert vor uns. Ja. Im Stadium irgendwas, Stadium Acadium. Und jetzt fahren wir durch die Pampa, Alter. Vor uns ist einer. Nee, oh, ich dachte, das wäre Geballer. Geronimo! Oh, Vorsicht, Baum. Oh. Ey, Regie, feuert mal den Song ab. Ey, da war irgendwas gerade hinter uns, ne? Ja, egal. Vielleicht werden wir verfolgt. Ja, dann sollen sie doch kommen. Du kannst ja mal nach hinten gucken. Nee, kann ich nicht. Naja, gut, dann werden wir es nie erfahren. Keine Sitzplätze tauschen. Kein Problem, Stein. Und jetzt fahren wir hier rechts.
Ja, lass doch mal hier irgendwo rein. Hier ist gut. Bleib mal stehen. Warte, warte. Hier oben. Bleib mal. Sonst müssen wir wieder runter. Solange wir, wenn wir in die Mitte gehen können, ist doch gut. Weißt du? Komm hier rein? Nee. Steht doch da. Kannst du einfach kein Russisch oder was? Warte mal. Heartbeat-Sensor. Sieht gut aus. Das war mega smart von uns. Ich muss mal kurz die Platten einsetzen. Hä? Immer noch nicht genug Platten? Scheiße, okay. Jetzt hier diese, kommen die wir wieder runter? Ja, mit Fallschirm. Ja, lass doch mal irgendwo verschanzen. Ja, ich brauche scheiß noch eine vierte Platte. Okay. Auf der Map sehe ich einen roten Punkt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Wenn du irgendwo eine Platte siehst, so sag. Kann dir sonst auch eine geben. Ah, hier ist eine Platte. Bei mir hier oben. Da. Oh. Hier wird schon rumgeballert. Okay, ich weiß nicht, ob man hier gut verschanzen kann. Nur ein bisschen nach oben gehen, ne? Wir sind auf jeden Fall mitten im Kreis. Das ist schon mal Aufklärung, nicht so Position sichern. Nee, 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 nicht. Diese Missionen machen immer nur Stress. Okay, bist du sicher, dass du nicht Burst Fire hast? Oder nee, überhaupt nicht. Wie kann ich das ändern? Das kannst du nicht ändern, aber musst es halt wissen. Ja, ich kann jetzt ja auch nicht ballern, dann gebe ich unsere Position preis. Nee. Weil da bin ich nicht. Also. Kann man da irgendwie hoch? Ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist eigentlich. Was? Hier auf Dächern rumzulaufen. Aber egal. Jetzt komme ich hier die Kiste nicht rauf, oder was? Mich verarschen? Muss ich da irgendwo wieder reingehen? Komm ich denn da nicht rauf? Oh, hier ist schon eine Tür offen. Aber ist sie von uns aufgemacht worden? Komm wieder zu dir. Das war völlig unnötig, was ich gemacht habe. Wir brauchen einen sogenannten Heartbeat-Sensor. Hast du einen? Ja. Gut, dann kannst du ja mal. Du bist immer noch, ja, du bist immer noch hier im Gebäude. Ja, na klar. Ich denke, wir bleiben hier. Ja, aber es ist halt nicht so gut zu verteidigen, ne? Da gibt es halt 1 Million Eingänge. Wäre nicht irgendwie. Ich würde mich lieber im Berg, im Busch verschanzen. Oder wir können auch ein kleineres Gebäude nehmen. Das da zum Beispiel. Bin unterwegs. Aber Frage ist. Also wir sind sicherer im Busch. Wenn wir uns irgendwo auf dem Berg, wo wir schön runtergucken können, als hier in der Höhle des Löwen. Aber du entscheidest. Ich mach, was du sagst. Das ist gut. Dann gehen wir dahin, wo ich jetzt markiert habe. Wir treffen uns aber erst unten. Warte, ich komme zu dir. Wir gehen zusammen. Wo bist du? Noch weiter unten oder was? Jetzt können wir auch kurz gucken, was passiert, bevor wir irgendwo hingehen. Okay, wir sind immer noch cool. Irgendwo verschanzen. Was ist denn hier dieses Gebäude? Guck mal hier, dieses kleine Gebäude hier. Ich habe doch eins markiert, mein Freund. Ja. Guck mal hier. Müssen wir uns nicht so weit bewegen. Ja, wir sind aber so weit außerhalb. Wir müssen uns früher oder später bewegen. Wir sind nicht außerhalb, wir sind innerhalb. Ja, aber nicht mehr lang. Das weißt du doch nicht. Ja, klar, der wird nicht diese Ecke hier nehmen. Komm, wir gehen mal da. Von da haben wir auch einen ganz guten Blick. Das wird hier nicht lange im Kreis bleiben. Die Chance ist zu gering. Aber Augen offen. Also die Chance ist überall gleich. Nicht rennen. Du bist zu laut. Wie kann man denn eigentlich stoppen? Auf einem Club einmal stehen bleiben. Wird geballert? Zu Heartbeat? Da ist nix. Hier ist doch eigentlich ganz geil, in diesem Ding hier. Ja, lass mal weiter vorgehen. Okay. Sehen wir gleich, wo der Kreis hingeht.
Hier ist auch gut. Wir sind immer noch im Kreis. Wir sind in der Sicherheitszone. Kommst du mit mir? Ja. Bist bei mir, oder? Mhm. Hier gibt es auch zu viele Eingänge. Na gut, es gibt die Treppe. Und hier drei Eingänge zu diesem Raum. Das ist der Heartbeat. Das ist das Geile. Ja, es gibt auch. Es gibt auch irgendwelche Sachen, dass man das nicht in Heartbeat nicht dingst. Ja. Uns hier verschanzen. Hm? Hier verschanzen? Von hier da rauf, nee, ne? Das ist mit dem Fallschirm, oder? Mit dem Fallschirm, ja. Durch die offene Tür hier? Manchmal gibt es so Ziplines, mit denen du hochkommst, aber ich glaube hier nicht. Okay, das heißt von hier. Lass erstmal jetzt hier ausharren, bis okay. Noch 39 Leute. Und wir sind im Kreis und bis an die Zähne bewaffnet. Und Kohle. Ich befürchte, wir müssen noch gleich weiter in die Mitte gehen. Ja, das kann sein, aber das sind die anderen ja auch. Muss ich eigentlich irgendwie hinsetzen? Ohne zu... So, ne? Lege eine Mine! Du das? Ich hab die Mine. Hier hin. Lege eine Mine! Ich finde es ganz geil hier. Ja, ich habe gerade nichts auf dem Hard-Sensor. Nee, der ist ein bisschen weiter weg. Mal gucken, wo der Kreis hingeht. Oh, cool. Sehr gut. Direkt vor uns. Direkt, wo wir hingucken, auf dieses Loch. Ja. Lass uns jetzt gehen. Noch haben wir hier einen Vorsprung. Ja, müssen wir. Am besten da vorne in so ein Gebäude. Offenes Feld, ne? Ja. Very risky. Ah, da ist auch schon die Türen offen. Hier ins Grüne? Ja. Endlich ein Haus im Grünen. Heartbeat gemacht? Alles gut. Jetzt geht's nämlich richtig schnell mit den Kreisen. Ja, wir sind im Kreis auf jeden Fall. Und auch erstmal, wenn du jemanden siehst, nicht unbedingt schießen, ne? Wenn die nicht hier in unsere Base kommen. Auf Feinde aufpassen. Jetzt hätte ich gern die Claymore von vorhin wieder. Hast du eine Claymore oder eine Mine? Nee, ne? Weiß ich nicht. Hab ich? Nee. C4 hast du, glaube ich. Hab ich vergessen. Aber das ist ein geiles Treppenhaus. Hier können die gar nicht so leicht. Und denk dran, mit Sniper Rifle zielen sieht man dann, ne? Meinst du, weil Licht aufflackert? Ja. Sieht man teilweise echt über die ganze Zeit. Ah, da kommt was Kontakt auf 330, läuft einer durch die Bäume. Hm.
Ja, Vorsicht, da bin ich ja. Passt lieber in die andere Richtung auf. Der ist der. Entweder der ist in dem einen Gebäude. Oder der ist an uns vorbeigezirkelt Richtung. In die 200er Bereiche rein. Okay, Dings kommt. Oh, da ist ein Hubschrauber, der startet. Auf 293, roter Punkt auch oben auf der Map. Mhm. Der schwebt da, der hovert. Ist das? Oh shit, wir müssen uns bewegen. Ja. Okay, komm. Ready? Ja. Da drüben ist ein Gebäude, hier über dem Berg gehen wir ins Gebäude. Kann sein, dass da rechts auf dem Hügelkamm einer ist, ne? Wir gehen hier in die Scheune rein, da. Ja, das ist ein bisschen klein. Oh, Ausrüstungskisten, aber brauchen wir nicht. Das ist das, wenn die, so wird, die Leute anziehen. Komm, gehen hier ins Gebäude. Ist frei. Bist du hier überhaupt bei mir? Ich bin hier. Du musst einen weiter noch. Ich bin noch einen weiter, ja. Oh, Achtung, da kommen Leute. Ja. Komm rein, komm, komm rein. Und keine Granaten, ne? Guck mal hier. Das Gas kommt. Noch im Kreis. Alles gut. Ja, aber die Leute sind gelandet. Zwei Fallschirmspringer sind im Gebäude, wo du gerade herkamst, gelandet. Echt? Ja. Okay, ich gucke hier rechts aus. Also es kann sein, dass die hier als nächstes kommen. Uns. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feinde aufpassen. Hast du Heartbeat? Du das? Der rennt denn da? Nee. Ich nicht. Ich nicht, dann kommen die hier rein. Ja. Oh, wo bist du? Hier, neben dir. Nee, komm mal hier raus, wir müssen ja hier im Treppenhaus. Feindliche Drohne über uns! Jetzt refraggen! Okay, beleb mich. Ey, wir müssen uns besser aufstellen. Wenn die da das Treppenhaus. Es gab nur diesen Flaschenhals, wo sie hochkommen können. Mann, ey, das ist so frustrierend, dieses Spiel. Welchen Platz haben wir gemacht? Weiß ich nicht genau, aber knapp Top 10. Ah, schade, das war eine vergebene Chance. Ich hab, der Zoom von meiner Waffe war so krass, dass ich den Typ nicht mehr gesehen habe. Ich hab nur noch so blind. Ich hab meinen Fehler war auch, ich hab so aus der Hüfte geschossen, weil ich dachte, der steht an der Treppe und ich wollte erstmal einfach alles reinbremsen, was ich hatte. Aber da trifft man ja nichts. Ich hätte zielen müssen. Das war ein Fehler. Na, man lernt aus seinem Fehler. Ja, wir hätten diesen Flaschenhals des Treppenhauses müssen wir besser. Die können ja nur da hoch. Das müssen wir zu zweit einfach. Wir haben auch einen erwischt, ne? Wir haben auch einen erwischt auf jeden Fall. Und da war der natürlich der zweite dann. Jetzt warten. So, machen wir ein neues Spiel, oder? Oh, Scheiße. Ja, ich würde. Es sind nur noch 6 Leute. Lass uns noch kurz gucken, wer das jetzt hier macht. Guck mal hier, wie klein der Kreis ist. Da lernt man auch manchmal was, wenn man den Leuten ein bisschen zuguckt. Wir haben meistens ziemlich gute Leute dabei, die so weit. Außerdem kann ich so tun, als ob ich spiele und richtig weit bin. Oh. Guck mal hier, wie klein der Mini-Kreis jetzt ist. Hier sind noch 4 Leute. Ne, 5. 5 Leute. Und das ist ein Zweier. Die sind zu zweit noch. Die anderen sind alle alleine. Ja, da war ein bisschen mehr drin noch. Ja, ey, wir waren bis an die 10 Uhr wach. Wir hätten diese Treppenhaus-Situation hätten wir besser regeln müssen. Einfach wieder, da fehlt einfach die Erfahrung. Da muss man einfach zocken. Mal hier der Kreis. Jetzt müssen sie in den Kreis rein.
Das Gas kommt nämlich richtig schnell, macht richtig viel Damage im Endgame. Wir sollten zur Sicherheitszone. Was kauft er sich jetzt? Kauft er sich jetzt eine Drohne? Ah, guck mal, der hat sich die Aufklärung gekauft. Das ist natürlich smart. Er weiß jetzt, wo der Gegner ist. Ja. Direkt vor ihm. In dem Gebäude. Da. Oh, zack, das war gut. Trifft ihn auch direkt. Das war gut. Ja, rechts ist er raus. Gestraft. Er hat ihm einen mitgegeben. Da ist er. Er sieht ihn. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt mal riskiert er aber was. Da war die Chance. Er hat es noch gesehen im. Zack, ja, wieder getroffen. Gut. Da rennt er. Ja, hat er gut gemacht. Ja. So geht das. Das ist nicht schlecht. Er soll einfach jubeln und die Regie blendet das Bild ein. Ja! Wow, ey, wir haben richtig geil gespielt. Danke, Mann. Ah, guck mal, wir waren hier schon im oberen Teil der Credits. Wir wussten, dass sie kommen, wir wussten, von wo sie kommen. Wir waren gut bewaffnet, wir haben es trotzdem nicht verhindern können. Mann! Eigentlich war das total dumm von dem, dass der da hoch ist. Ja. Weil wenn wir eine Granate oder irgendwas gehabt hätten, wäre der weg gewesen. Neunter sind wir. Neunter Platz. Ja, schon Top 10 schon wieder. Genau. Das ist unsere dritte Top 10 Platzierung. Nochmal, ne? Hier, so. Ganz wichtig sind so Claymores und so Minen. Ist schon ein Bounty? Ja, okay. Dankeschön. Ich hab richtig gesehen, wie du überlegt. Ja, ich habe mich überlegt, ob ich das will. Und dann ist unvernünftig, aber lecker. Ja. Unvernünftig, aber lecker. Mmh, das ist das Beste. Nur die Gewinner. Das waren die Gewinner, gegen die wir verloren haben. Ernsthaft? Sagt Chad. Naja, gut bewaffnet, schreibt Mel Norman. Warum? Mhm. Was war nicht gut an der Bewaffnung? Er hatte noch zwei C4. Nils hatte zwei C4, ja. Stimmt, die hätten wir auf die Treppe legen können. Ist das ein C8? Not the time. Not the time. Not the time. Scheiße, ja, stimmt. Du hättest C4 einfach auf die Treppe legen können. Mhm. Und die einfach derbe in die Luft jagen. Mhm. Wir müssen unser Geld nutzen. Müsst euer Geld auch nutzen. Ey, Loadout. Leute, stellt euch mal vor, wir wären jetzt noch, was das angeht, genauso weit wie die anderen. Und wenn wir die Runde gewinnen. Wir sind jetzt schon dreimal Top 10 gewesen. Komplett ohne Skill. Ist ja so. Nur mit Erfahrung, taktischer Intelligenz. Und wenn wir jetzt noch das Spiel beherrschen würden. Sky's the limit. Ey, die Leute sagen Loadouts. Ich frage mich immer bei diesen Loadouts, ne? Dann geht ihr natürlich auch davon aus, dass ich geile Loadouts hab. Aber wenn man jetzt nicht privat viel Modern Warfare oder so gezockt hat, dann hast du ja vielleicht auch gar nicht so geile Loadouts. Sind die Waffen, die man im Spiel findet, nicht geiler als die, die man in den Loadouts hat? Weil da hast du ja nur die, die du freigespielt hast. Und ich meine, Nils hat, glaube ich, zum Beispiel jetzt fast gar nichts freigespielt. Also ist es wahrscheinlich gar nicht so gut, die Loadouts zu nehmen, oder was sagt Chat? Kauft euch auch Loadouts, ja. Und UAVs, sehr gut. UAVs macht Sinn, also dass wir Radar haben, wo der Gegner ist, das macht Sinn. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, welche Waffen geil sind. Hör dich gar nicht mehr. Loadouts ist das Wichtigste. Du hörst mich nicht mehr? Nicht mehr? Ich höre dich noch. Weiß ich nicht. Ach so. Hörst du mich? Ja. Genug Training, jetzt wird es ernst. In den Loadouts habt ihr aber auch die Perks. Ah ja, okay, die Perks sind natürlich gut. Ihr braucht die für die Perks. Sonst sieht man euch die ganze Zeit. Ich bin ja auch erst am Anfang. Ja. Ich kann mir nicht mal ein Heartbeat leisten. Okay, guck mal. Keiner ist im Kreis. Das ist ja eine sehr komische Geschichte hier. Sollen wir hier sowas machen? Ja, da gibt's nicht. Oder halt weiter noch ja. Hä? Ja, obwohl da springen wahrscheinlich viele raus, ganz am Anfang, oder? Wir können nach Storage Town. Da so. Okay. Storage Town it is. Mal raus? Ja, und los. Da sind wahrscheinlich viele Leute, ey.
Oh, rechts direkt einer. Links, oh, lass mal. Ja, jetzt zu spät zum Umkehren. Da sind aber ganz viele. Ganz viele Leute, ey. Ich geh hier in den Tunnel. Tschüss. Kacke, ich hab hier keine Waffe. Ja, okay. Da waren krass viele Leute in Storage Town. Ich komm zu dir. Guck mal auf die Map, wo ich bin. Links von mir. Ne, über mir. Okay, jetzt müssen wir hier aufpassen. Na, hier ist überall Action. Hier wird schon geballert. Ja. Wir nehmen mich ins Visier. Bestätige deine Informationen. Nee. Okay, wir müssen uns hier unbedingt verpissen. Richtung Norden am besten. Komm mal mit. Ort. Hier sind ganz viele Leute in dem Gebiet. Lass uns nicht hier looten. Sonst gehen wir. Oh, und da ist ein Auto. Siehst du das Auto? Was? Komm zu mir, Nils. Ja, warte, ganz kurz, hier war eine Kiste. Ich bin gleich da. So gut außen rum und dann. Das Problem ist, da ist auch das Ding lang gegangen, ne? Das Flugzeug ist direkt. Als Tangente zu diesem Kreis lang geflogen. Das heißt, ja. Da können auch überall Leute sein. Wo die eher nicht sind, sind im Osten. Ja. Ja, wir können ja ganz am Rand und dann rechts abbiegen. Ja. Aber hier könnten theoretisch auch Leute sein. Ja. Wir haben keine Eile. Wir haben Auto. Und deshalb sind wir unbesiegbar. Alter, ist das eine laute Karre, ey. Naja, guck mal auf die roten Punkte da auf der Map. Überall Gegner. Das Gas breitet sich aus. Ist auf jeden Fall gleich, ist auf jeden Fall im Kreis. Kannst du am Kreis entlang fahren, oder? Richtung. Autsch, Vorsicht. Au, 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 ja, au, 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 ja, hast du. Wo willst du eigentlich hin? Weiß ich nicht, nach Osten. Du fährst jetzt quasi wieder zurück, ne? Was? Du fährst jetzt nach Süden. Ja, jetzt fahren wir nach Norden. Ich will nach Osten. Ja, ich dachte, über den Norden kommen wir an der Flugroute dann. Na, egal. Weil jetzt fahren wir durchs Zentrum. Ja, auf uns wird geschossen. Ja, eben, wir fahren ja auch mitten durchs Zentrum. Ja, ist geil. Irgendwann mal ein bisschen nach links. Aber die Straßen verlaufen nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hier kannst du jetzt links abbiegen. Ja. Da kommen wir dann nach Norden. Nach Osten, oder? Nee, jetzt kommen wir nach Norden. Beziehungsweise ja, nach Norden. Ballern. Jetzt biegst du wieder ab Richtung Süden. Nach vorne wieder nach links. Da vor uns! Komm raus! Achtung, der ist direkt da. Hab ihn. Lebt noch einer. Lebt noch auf jeden Fall einer. Achtung, der könnte noch einen Partner haben. Ah, ja, ja, der Partner im gegnerischen Haus. Ja, okay.
Der ist Gegner, im gegnerischen Haus. Ja, warte. Siehst du ihn? Nee, ich bin gedötzt. Wo war er? Hab ich nicht genau gesehen. Versuch mich zu verpissen. Okay, oben auf der Kante. Mhm. Oben auf der Kante, auf der. Genau. Auf der Dingskante, ja. Er war nicht im Haus. Der hat sich schon verpisst. Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Ah, oh, was ist das denn? Oh, das war richtig Pech. Alter, wie viele sind denn da? Oh, was ein Pech. Ich hatte großes Pech. Da sind zwei oder drei Leute irgendwie. Einer ganz oben, einer in dem Haus. Einer ja, ich wollte den aus dem Haus holen, während du das Haus abdeckst. Und dann war da halt einer oberhalb des Hauses auf der Kante. Und du musst genau sagen, wo der ist, weil ich, wenn du erschossen wirst, ne? Wie bei Counter-Strike. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab es erst im Replay gesehen, wo der war. Okay. Ja, es waren aber auch echt einfach. Es war einer oben im Wald, einer im Haus. Es war echt. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Okay. Verlierst du, ist let's go, let's go. Lass dich nicht von den Typen mit den Steinen ärgern. Okay. Mann! Bring dich heim. Das war ein harter Kampf da draußen. Zurück. Das war nicht gut. Mir gefällt das nicht. Na, es gibt solche Runden. Was sagt der Chat? Die beiden sind schlecht, schreibt Chris Abbey. Lernen, gleich regelmäßige Zeit spielen. Und die Zeit haben sie einfach nicht mehr, weil wir alt sind oder was. Gibt's auch positive Sachen? Ja, super gespielt, Ede. Wir glauben an euch. Super gespielt ist von Nightbot, das sagt der Bot immer. Scheiße. Es gibt einen Bot, der dich lobt? Das ist ironisch. Also eigentlich gibt's einen Bot, der mich disst. Ich will auch einen Bot, der mich lobt. Ist mir egal, ob es ironisch ist. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich will auch einen Bot, einen eigenen Bot. In dem Fall ist mich ein bisschen neidisch. Das wäre bei mir dann ein Neidbot. Okay, Leute. Oh Mann, wir machen das jetzt nicht. Ich habe eine gute Idee. Das Problem war, dass diese Linie, diese Tangente, wir sind halt mit dem Auto exakt da lang gefahren. Ja, genau, deswegen Flugzeug. Wollte ich die ganze Zeit in den Norden und dann. Das ist halt nicht so leicht, wenn die Straßen nicht so verlaufen. Und dann wollte ich so das weißt du, so rum. Ja, aber es war, wollte ich auch, aber du siehst ja, wie die Straßen da verlaufen. Und wenn du halt mitten durch die Berglandschaft fährst, kannst du halt mit dem Auto auch. Geht alles. Haben. Und für die Straßen haben es nicht so gelenkt. Wieso haben die auch keine gerade Autobahn von Ost nach West? Ey, wie ich der beste Hubschrauberabschießer der Welt bin. Pech einfach. So lange Auto gefahren und einfach nicht aus der Kampfzone rausgekommen. Das ist ja lustig. Ey, ist einfach. Ich bin echt eigentlich nicht so schlecht. Ich bin eigentlich richtig gut. So geil, wie man hier einfach auch sogar mit einer LMG einfach draufbolzen kann. Guck mal hier, das muss man sich auch erstmal trauen, was ich hier mache. Wahnsinn, ey. Okay, das ist doch schon mal jetzt was ganz anderes hier. So. Da steht uns wirklich jetzt die Welt offen, Nils. Okay, pass auf. Ich bin dran, ne? Sehe ich das richtig? Ja, sag einfach. Wir gehen jetzt nach Promenade East. Hier gleich runter, wenn wir losfliegen. 3, 2, 1, go!
Das. Ich gehe in das linke Haus von dem gelben Marker. Okay. Gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Warum? Ja, weil hier einfach 200 Häuser sind. Ja. Seite. Das Problem hier schon wieder. Scheiße. Hör doch die dumme Kiste, Alter. Nee. Hm. Sag mal. Bei mir im Haus eigentlich? Ja. Nee. Scheiße. Was? Du bist im anderen Haus. Ich bin, guck auf die Karte, dann siehst du, wo ich bin. Ja, du bist im anderen Haus. Das heißt, wenn hier einer ist, bist nicht du das. Wir sind auf jeden Fall im Kreis. Alles gut. Hier in der Baustelle gegenüber. Mann, ey. Alter. Das sind fucking Raketenwerfer. Was kann eine Spritze eigentlich? Ja, kannst du dich wieder heilen. Ups. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Oh. Auf den Himmel ab. Nee. Bei mir muss eine Kiste sein.
Wir sind auf jeden Fall gut im Kreis. Sind relativ nah beieinander, aber auch, naja, nah ist relativ. Ich habe ein legendäres Scharfschützengewehr. Ich brauche ja auch eine normale Waffe, ey. Okay, lass uns mal ein bisschen zusammenfinden. Hier ist auf jeden Fall eine AK-47 mit Fernrohr. Oder nicht lieber die? Welches besser, liebe Leute? Was sagt der Chat? Das ist nicht hier, ist ein Scope. Ey, Omi, wir müssen ein bisschen mehr darauf achten, dass wir zusammenbleiben. Wir entfernen uns immer sehr weit voneinander. Oh, Steps. Ich hatte einen gesehen, ich bin mir nicht sicher. Hab ihn. Okay, hier bei mir ist noch eine Waffe. Eine legendäre sogar. Geschossen. Brauchst du noch Rüstung? Hier liegt noch Rüstung. Hier ist noch eine legendäre Waffe, ne? Aber was für eine? Ein Sturmgewehr. Okay. Unten oder nicht so oben? Ja, hier. Hast du die liegen lassen, für die ich mich entschieden habe, statt dem Sturmgewehr. Echt? Ja, ich wollte eine mit Scope haben, weil die andere, ich habe noch eine andere ohne Scope, deshalb. Ist egal. So, was machen wir? Ein Raketenwerfer. Ich kann auch erstmal hier bleiben und warten. So, ich guck mal, wo wir sind. Ja, wir warten erstmal ab, was jetzt der Kreis macht. Ja, sind immer noch. Oh, da ist eine Loadout-Ausrüstungslieferung. Und zwar. Sehe vor, ja, aber das Ding ist, unser Loadout ist, glaube ich, nicht besser als die Waffen, die wir hier haben. Nee, es geht um die Perks, ne? Ich habe ja, also ich habe keine Perks, weil ich noch nicht kein Level habe. Ja, du kannst immer Perks auswählen, glaube ich. Das ist natürlich 130 Meter. Nee, ich sag, wir machen es nicht. Okay. Das ist mir jetzt nicht wert. Das ist da oben auf dem Berg. So, wir warten mal ein bisschen ab. Es ist allerdings, wenn wir uns bewegen Richtung Hospital oder so, wir müssen eh Richtung Kreis gehen, dann kommen wir an den Loadout-Drops vorbei. Ich gehe dahin. Mach mal eine Markierung, wo der Drop ist. Ohne? Zwei Drohnen kommen? Dann, okay. Du bist voll mit Panzerplatten, ne? Brauchst du welche? Nee. Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Wir gehen durch die Häuserzeilen, wo wir nicht auf offenem Feld sind. Da lang wir, also erst Süden und dann links. Okay? Bei mir? Jetzt wird erstmal, wo der Kreis ist. Achso, der bewegt sich gar nicht. Aber wir können doch auch erstmal jetzt hier warten, oder? Also. Ja, ich würde gern schon mal, wenn wir hier lang kommen, dann müssen wir nicht so übers Feld gleich, dass wir dahin kommen und dann, da ist auch ein Quad. Also kann man zur Not auch. Wir sind in der Sicherheitszone. Das ist ein Gelände, war. Na gut, okay, pass auf, dann warten wir erstmal, wenn es dein Wunsch ist. Na, jetzt würden wir uns unnötig bewegen. Also. Ein Heartbeat-Sensor wäre geil. I hear your heartbeat.
Kriegst du den, wenn, ach so, wenn du dir Loadout holst, hättest du dann den Heartbeat? Ja. Ah, ja, okay, das ist natürlich ein Argument. Aber auch so Perks wie du bist nicht zu erkennen auf dem Radar und so Geschichten. Was halt sehr hilfreich ist. Noch 71 Leute, ist noch nicht viel passiert, ey. Wo sind 40 die alle? Nee, 71 Leute, 40 Squads, oder wie ist das? Ja. Alles so Camper wie wir. So, kommt der Kreis hier. Oh, da ist einer mit Bounty. Bei Karte in Downtown. Ja, aber scheiße, könnte man sich natürlich holen. Das ist ein Raketenwerfer. Mhm. Das weiß ich immer nicht. Wenn diese Flugzeuge über uns fliegen, heißt das, dass die wissen, wo wir sind? Nee, ne? Das ist einfach nur... Je ne sais pas. 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 Hier ist einfach nichts los. So. Wie lange dauert das hier noch? Bis es weitergeht. Sehr geehrter Herr Kreis. Da, eine Minute noch. Eieiei. Spannend. Ja, das heißt, die wissen, wo ihr seid. Ah ja, okay. Hm. Das ist natürlich nicht so toll. Nein, aber wenn sie sich trauen, herzukommen, das ist die eigentliche Frage. Da kommt irgendein Güterzug, ach, ein Güterzug. Ja, da habe ich Bock drauf, das später zu machen. Oder nicht so eigentlich? Oh, da war, ich hab was gesehen, glaube ich, auf hier, da wo ich hingucke, in die Richtung. Ja, Kontakt. Durchs Fenster habe ich es gesehen. Quasi von meiner Seite 60 ist er ums Gebäude rum. Ja, da, zwei Stück. Ganz ruhig. Bei 60. Zwei Stück bei 60. Könnte sein, dass sie zirkeln. Oh, shit. Ganz schön weit. Die werden sich gleich abmachen. Warte noch ein bisschen, aber wir müssen gleich los. Wir haben auf halbem Weg ein Auto. Ist ein leichtes Fahrzeug. Ja, davor noch. Okay. Hab ein Taxi für uns gefunden, Jungs. Nee, das habe ich jetzt noch aus Versehen angeklickt. Hast du die noch im Schirm? Nee, Dudes. Nee. Okay, wir müssen. Ja, dann komm. Krieg. Scheiße, jetzt schießt uns irgendein Spacko in den Rücken. Nee, was machen die nicht? Wollen wir die Ausrüstungslieferung mitnehmen? Ich dachte, wir laufen zum Auto. Ja, das liegt auf dem Weg. Hier ist ja direkt rechts 30 Meter. Ich gehe jetzt kurz dahin. Kommst du? Kommst du? Ja. Und das Auto da unten holen? Habe ich einen Heartbeat-Sensor. Das schaffen wir auch so. Das ist das Auto. Ja. Ja, ja. Die Zeit ist um. Ab in die Sicherheitszone. Das ist natürlich jetzt von da gut einsehbar, ne? Ja, ist egal. Bist du runter? Willst du oben auf dem Berg bleiben? Ja, können wir auf dem Berg bleiben eigentlich. Ja, aber da kann uns ja jeder sehen von überall, oder? Ja, aber jetzt, wenn wir da ins Dorf reinlaufen von der Seite, die wissen ja, wenn die uns gesehen haben, alle auch, wo wir hinlaufen. Wollen wir auf den Zug? Guck mal auf die Map. Wollen wir auf den Zug? Wo fährt denn der hin?
Er fährt einmal durch die Map. Ja, aber wenn fährt er noch durch das rote Gebiet? Sozusagen. Ach so, das Gebiet ist schon so klein. Mhm. Ne? Ja, okay. Aber ich würde sagen, wir gehen dann hier, verstecken uns irgendwo im Gebüsch. Oh, was, galt das uns? Was ist das? So. Das. Hier in die Trenches. Ja. So, hier oben. Da kommt der Zug. Tutut. Wo bist du denn? Wir sind über dir nur. Kann natürlich sein, dass einer von hier kommt, ne? Da siehst du einen. Ich sehe ihn. Naja. Im Auto. Auf 55. Fährt da gerade aufs Feld. Echt? Warte, ich habe einen Raketenwerfer. Nee, vergiss es. Du machst, gibst nur unsere Position preis. Auf dem Dach oben. Auf 73. Beste Sniper Rifle. Ja. Hüpft auf, zwei Leute hüpfen auf obere Dach bei 74. Oh, da im Feuerhaus. Okay, die haben uns gesehen. Nichts wie weg. Komm hier lang, zu mir. Im Feuerhaus sind immer welche. Komm zu mir. Die haben durch meine Sniper Rifle wahrscheinlich gesehen, dass wir hier im Ding sitzen. Aber so haben sie keine Line of Sight. Da ist einer. Unten im Waggon. Auf Westen. Hab ihn. Gut. Da kann natürlich noch sein Kumpel sein. Ja. Deck dich. Nee, ist nix. Wo, wo, wo? Über uns! Hab einen. Ich hab auch einen. Feindliche Drohne über uns. Ganz schön knapp. Nein! Noch einer. Ich dachte, du hast ihn. Ich hab keine Muni. Hier, komm zu mir runter. Keine Nils. Muni. Nils. Ja, ich hab keine Muni. Du sollst mich wiederbeleben, nicht auf mich schießen. Nein, warte, er hat einen Blick auf uns. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab nichts mehr, ne? Bist du tot? Nee. Der, irgendjemand anders hat den abgeschossen. Wo bist du denn? Nee, der ist, glaube ich, gestorben. Oh, der Kreis, wir müssen los. Der Kreis ist direkt hinter uns. Ja, das Problem ist, ich habe nix. Ich habe keine Muni mehr. Ja, ich hab's gehört, aber du bist. Hast. Ja, ich bin tot. Da oben ist noch einer. Ich weiß nicht, wie man eine Waffe droppt, aber ich habe auch nur eine Sniper. Er ist hier offen. Ja, Alter, es sind hier alles voll, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ey, wieso hab ich denn keine Muni mehr? So was so Dämliches, ey. Oh, das wäre nicht schlecht gewesen. Wir waren eigentlich in einer guten Position. Mann. Kacke. Er kommt am Panzer vorbei. Soldat. Er ist hinter der Mauer. Hinter dem Auto. Hinter dem blauen Auto. Wirft Granate. Du wurdest den Arsch versohlt. Wir schicken dich zurück zur Basis. Hat dein Team. Rumgekämmt.
Ja, der Berg war, das da auf diesem Berg, das war zu gefährlich auf dem Berg. Nö, ja, einfach zu viele nicht. Leute. Nee, wir hatten, so ganz ehrlich, das war einfach dumm, dass ich keine Muni mehr hatte. Deswegen konnte ich nichts machen. Ja, waren trotzdem super viele Leute auf diesem Berg. War auch Pech, dass dann der Kreis so weit weg war von uns, dass wir haben auch nie Glück, dass der scheiß Kreis mal ein bisschen zu uns fällt. Wir mussten echt dann wieder 200-300 Meter durch die Prärie stampfen. Aber egal. Welcher Platz war das? Habe ich nicht drauf geachtet. Das ging so schnell. Nicht gesehen. Top 10 auf jeden Fall. Ich habe in der Panik auch wieder vergessen, mit welcher Taste ich Granaten werfe. Dann habe ich festgestellt, ich habe gar keine Granaten mehr, weil ich das Loadout genommen habe. 20. Und habe eine Mine hingelegt. Vorher hatte ich nämlich 2 Granaten. Naja. Ja. So, wer will jetzt Ärger mit mir? Dieses Blaue heißt, ach so, das heißt, dass die Armor gefrackt wurde, sozusagen. Gefrackt wurde, ja. Ah, okay. Interessant. Bemerkenswert, wie gut ich bin. Das ist ja du. Ich hoffe, dass du nicht stirbst. So. Du bist dran. Okay, interessant. Okay. Lass uns mal hier Salt Mine wieder machen. Kommen wir da hin, ja. Müssen wir, glaube ich, relativ früh abspringen. Ja, ja. Ganz am Anfang abspringen wahrscheinlich. Dann gehen wir schön zu Salt Mine. Mister, Mister! Ja, das, die fehlt in die Mucke heute einfach. Das muss man wirklich auch einfach sagen. Ohne die Mucke, das ist unser Doping. Es war einfach Pech. Ah, da ist sie. Ah, ja, endlich. Oh, vor uns ist auch jemand. 2 Leute bei Salt Mine. Ja, gehen wir also ins One-on-One. Guck mal, hier rechts von dir, dieses rote Gebäude. Da soll's reingehen, oder was? Ja, komm, da ist noch keiner. Salt Mine sind mir jetzt zu viele. Sind Panzerplatten und Waffen. Toll, hier ist gar nichts. Herzschlagsensor. Geil. Und ganz viel Geld. Geld ist gut. Herzschlagsensor. Alles gut. Hey, ich höre doch die Scheißkiste. Ist hier das Haus schon gelootet jetzt komplett? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich höre hier noch eine Kiste, aber ich weiß nicht, wo die ist.
Was? Hier schießt einer auf mich. Hier auf dem Dach. Hier auf dem Dach. Der ist unten drin, Alter. Ist er tot? Ja. Wo genau? Der war direkt die ganze Zeit hinter mir. Der hat mich einfach zu verprügelt. Der hat mich einfach zu Klump gehauen. Weil ich diese scheiß Kiste nicht gefunden hab. Da unten ist auch einer noch, ne? Ja. Lalalalalalalalala. Tja. Dich bereit. Gulag-Sieger! Oh, Entschuldigung. Boah, der ist immer noch da unten, scheiße. Du kehrst an die Spur zurück. Das hast du dir verdient. Die Flagge eingenommen beim Gulag. Ey, wir müssen zum Kreis, ne? Du hättest nicht wieder da in dem Haus landen sollen. Oh Mann, ey. Ja, ich hatte keine Platten, ey. Oh Gott. Boah, das war unangenehm. Scheiße. Da ist eine Versorgungsstation. Das ist ein Hubschrauber. Jetzt höre ich die Kiste nicht mehr, das heißt, hier ist einer oder was? Ich habe mich anvisiert. Da ist eine Versorgungsstation. Ja, ich habe noch nicht die Kohle. Ich habe das nur gesagt, weil ich es kann. Da ist eine Kiste, da ist Kohle drin. Gegner. Ein fucking Hubschrauber hier. Feindliche Drohne über uns. Ich habe mich anvisiert. Er fliegt weg mit dem Hubschrauber. Was schaffst du?
Ja, tut mir leid jetzt, dass du... Nein, das ist alles gut. Das ist alles gut. Lass dich bitte nicht durch Gefühle in deinem Handeln beeinflussen. Nicht, das kann mir nicht passieren. Da ist eine Versorgungsstation. Aber immer noch zu wenig Kohle. Ich weiß, ich sage das nur, um mal dabei zu sein. Leben nur noch 76. You can do it. But only if you really want. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ede. Über mir ein Hubsrauber. Hub. Das ist eine Kiste, das ist Geld. Kiste bedeutet Geld. Eine blaue Kiste, da ist bestimmt Geld drin. Ja, ich glaube, du hast noch 1500 Euken. Hier ist irgendwo doch die Loadout-Kiste. Die auf dem Dach oder was? Nee, da. Nee. Oh. Was? Wieso klettert er denn die scheiß Leiter hoch? Ich wollte um die Ecke gehen, er ist einfach die Leiter hochgeklettert. Du wolltest um die Ecke gehen, stattdessen wurdest du um die Ecke gebracht. Ne? Schade, komm. Nächste Runde, egal. Nächste Runde. Der hat die scheiß Loadout-Kiste gekämmt. Deswegen ist das immer gefährlich. Nächste Runde, super Runde. Hey. Aber es wäre egal gewesen, weil er hatte eh auch freien Blick auf die Loadout-Kiste. Also es war zwar dumm, die Leiter hochzuklettern in dem Moment. Loadout means lights out. Ist das bei dir so eine Form von Tourette eigentlich? Ich habe da oben so eine Stelle an der Stirn. Ich weiß nicht, wo ich die hab. Das ist so ein Wunderpunkt. Denn da ist es heute im Laufe des Tages. Das ist dein Wunderpunkt. Ich habe mich vorhin über irgendwas richtig geärgert über dich. Nein, aber auch über dich. Aber hauptsächlich über dich. Und da auf einmal war dieser Punkt da. Ich weiß nicht, wo der herkommt, ey. Mach mir richtig Sorgen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Der Nightbot schreibt jetzt super gespielt, Nils. Glaub mir, das wird noch ein Ort der Enttäuschung, weil jedes Mal guckst du in den Chat, liest es, oh geil, ein Lob, und dann siehst du, es ist der Nightbot und es ist jedes Mal so ein kleiner Downer. Ist nicht schlimm. Ich find's gut, dass wir uns Lob in unsere Chatbots einprogrammieren. Ich meine, was für ein Schrei nach Liebe ist das denn bitte, sich einen Bot zu programmieren, der einen lobt? Feinde landen im Einsatz. Yeah, super! Ja! Aber wenn nicht, warum spiele ich nicht immer so, wie ich hier spiele, wenn's. Alter, das ist ja uns fast drei Leute schon. Drei Leute, Eddie. Und dann. Aber da kannst du ja nichts mehr machen, ne? Oh, keine Muni mehr. Eine Knarre habe ich den geholzt. Okay, ich bin dran, ne? Bist du bereit? Wir probieren es nochmal in Storage Town. Wir gehen so schnell raus, wie es geht, ja? Und gehen nach Storage Town. Und raus. We'll be right back.
Siehst du diesen dicken Betonklotz da? Ich check erstmal. Rechts ist einer, in der Mitte. Okay, der geht da. Diesen Betonklotz aufs große Dach. Siehst du das? Die sind hier bei dem Hochhaus. Storage Town geht aber auch einer. Unter mir ist direkt einer der Storage Town. Siehst du den? Der ist direkt bei dir. Der schießt schon auf dich. Auf mich? Ich bin im Freibad. Okay, der ist auch Storage Town. Der Typ. Auf dem Dach, direkt unter mir. Ah! Ah, wieso hab ich denn nicht nachgeladen? Bist du schon wieder tot? Ja. Okay, dann kann ich auch woanders hingehen. Das war jetzt aber, der kam von hinten einer. Ich hab vorne gekämpft und von hinten kam einer. Das war ein bisschen schwierig. Das könnte fast für den 150. reichen, aber ich glaube nicht ganz. So. Markieren Sie sich auf gar keinen Fall. Wo ist die Flagge? Da hat er sich versteckt, Arschloch. Ist ja nichts. Okay, das war dumm. Ist komplett schon raus, ja? Ja. Stark. Scheiße. Das war nicht gut von mir. Ich beklage mein Spiel. Das war richtig schlecht. Leute, ihr müsst es aber nicht sagen, wenn es nicht stimmt, ne? Also das zieht das ja ins Lächerliche, was ich mir mit dem Nightbot hier aufgebaut habe. Hier ist einfach nichts in diesem scheiß Flughafen. Da ist eine Versorgungsstation. Eine Kiste. Sie ruft nach dir. Was ist das? Super geschossen. 2000 Mark hast du bereits ergaunert. Jetzt noch weitere 2000 Mark und ich bin ein freier Mann. Ich höre eine Kiste. Links. Ich glaube, das ist über mir. Ja, das ist bei dir. Wenn ich mich da hochkomme. Ja. Ah ne, das ist auf dem Dach. Shit. Ja, kannst du durchs Fenster ballern? Wo denn? Das Gas kommt. Oh, über? Bin überhaupt nicht im Kreis. Ja, ist doch egal, das ist Zeit. Oder die Kiste. Du läufst an allen Kisten vorbei. Ja, ich sehe sie nicht. Ja, aber ich du hörst sie doch. Ja, aber dann suche ich die wieder eine halbe Stunde und werde von irgendeinem abgeknallt. Muss ja schon mal mich Richtung. Ja, aber da indoor ist doch nichts los. Da kriegst du Geld und dann kannst du mich Papa nach Hause holen. Du läufst jetzt nicht schon wieder auch in der Nähe. Momentan höre ich nur Gemotze, keine Kisten. Da, komm, die kannst du nicht mehr, die kannst du jetzt nicht mehr ignorieren. 3200 Mark, siehst du wohl. Nein. Ey. Ich hab. Sei doch mal ruhig. Ich hab vorhin ein Auto gesehen. Da war ein Werbeslogan drauf. Das war irgendein Gärtner oder sowas. Weißt du, wie der hieß? Kein Scheiß. Reiner Wille. Und ich denke mir so, ey, sind die Eltern richtig cool oder einfach Arschlöcher? Weil wenn du Wille mit Nachnamen heißt und nennst deinen Sohn Reiner, ja. Eins von beidem. Reiner Wille. Das ist schon ein geiler Name eigentlich. Da ist eine Versorgungsstation. So, 4200. Wo ist die Versorgungsstation? Nee, such mir eine. Da ist eine Versorgungsstation. Nimm doch die nächste. Ja, vielleicht auch eine in der Nähe, wo ich auch sein muss. Du hast meine gesucht, entgegengesetzte Richtung, die ich laufe. Du läufst doch Richtung Dings vom Stars.
Das gefällt mir. Mose, du willst, dass ich sterbe, oder? Weil das, was du machst, so kontraproduktiv. Da, geile so. Kiste. Jo, Alter, ist das Loot, ey. Das ist ja der geil. Oberhammer. Versorgungsstation. Feindliche Drohne über uns. Wo ist die Kiste? Die Versorgungsstation. Hier mitten auf dem Feld oder was? Da ist eine Versorgungsstation. Da ist eine Versorgungsstation. Wenn du genug Kohle noch hast, kauf dir auch ein selbst Revival-Kit. Aber ich glaube, da vielleicht reicht das nicht mehr. Wie hole ich dich jetzt? Ja, oben, ganz oben. Der Feind springt über den. Und dann guck mal, ob du mal. Na, ist das aber ist kein Problem, ich lebe ja noch. Wo bist du denn? Da. Pass auf, mach dir keine Sorgen um mich. Nee, jetzt spring doch nicht genau da rein, wo zwei Gegner sind, wo du keine Waffe hast. Das macht überhaupt keinen Sinn, Nils. Dann geh doch ganz woanders hin. Also komm ich hier rein. Schau, wie ich hier reinkomme. Was ist da, Kampfwaffe? Also, nein! Hör zu, Soldat. Alter. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, ist es auch... Nein, 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 das zeig, überlebe ich nicht. Da kam der Kreis. Ganz schön knapp. Aber was ist, was habe ich falsch? Also, die ganze Zeit schon in jeder Runde. Ja, das Fazit am Ende jeder Runde ist, ich habe Schuld. Sei nein, nicht, du hast Schuld, aber ich meine, wenn ich sterbe und du fliegst in den Todesnebel, wo zwei Gegner sind ohne Waffen, das musst du doch selber wissen, dass das nicht die schlauste. Du bist doch ein Fan von schlauen Taktiken. Ja, aber wie? Ich war in dem Moment kurz überfordert mit der Situation, weil ich eigentlich dich retten wollte. Das war mein Impuls. Ja, aber du rettest mich doch nicht, wenn du dich umbringst. Ja. Aber wenn es das dafür braucht, dann würde ich das auch tun. Das ist schön zu wissen. Ja. Aber das war doch eh nichts. Eine schaffen wir noch. Wenn du so spielst wie eben, schaffen wir auch zwei. Oder drei. Wie du mich verspottest, obwohl ich nur gestorben bin, weil ich dich wiederbeleben musste. Fragen wir doch mal den Nightbot, was der dazu sagt. Nightbot? So, jetzt wird's richtig geil. Jetzt machen wir, ich bin dran und ich sage Operation. Da ist mein stiller Busch. Silent Busch. Ja, Mann. Ja! Ja, Mann, Timo, ja. Vollgas. And the Star Sheriff. Timo. Also, Fabian, ich höre nichts. Ich höre. Hä, wieso denn Fabian? Was machst du denn in der Regie, Fabian? Ja. Ah, gleich ist noch Lach- und Schachgeschehen. Wieso bin ich nicht, warum bin ich nicht eingeladen? Der ist ab Elo 1000 oder was? Okay. Fabian, wann soll ich gleich direkt nach der Sendung rüberkommen ins Studio? Ja, genau. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir sind jetzt mal richtig geil. Schaffst du das? Ich bin so frustriert, Nils, aber auch motiviert. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Frustrationsmotivation. Das ist tatsächlich sehr wie beim Schach. Man verliert dauernd und will trotzdem immer wieder. Es ist so ein bisschen, als ob man Bock hat, dass einem einer ins Gesicht schlägt. Oh, guck mal her, das ist krass gerade. So, pass auf. Wir machen es wie immer. Nee. Wir machen es diesmal geil. Wir machen es diesmal geil. Wirklich geil. Military Base, okay? Okay. Ich habe irgendwie mir schon gedacht, dass du das sagst.
Nee, okay. Warte, ich habe mir doch was anderes überlegt. Ich nehme das hier. Guck mal, blau. Hier. Oh, what? Ist da überhaupt irgendwas? Da ist ein bisschen was. Ah. Okay. Wir nähern uns dem Gemetzel langsam an. Da haben wir länger was davon. Aber ja gut, viel Loot ist da natürlich nicht zu erwarten. Aber viel Leben. Viel Leben, weil wir im Leben sind. Ah, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Gebäude, das reicht. Das ist ja irgendwie gar nichts. Unter uns, Flugfeld. Ja. Ich nehme das mit dem grünen Dach. Ich flieg direkt in die Garage rein hier. Ganz ehrlich, sitzt der Spirit, mein Freund. Hier haben wir schon ein schönes Kistchen. Geil. Ey, Ding. Soll ich dir mal was sagen? Was? Hier wird schon so viel Geld, dass ich dich fast schon wieder beleben könnte, wenn du stirbst. Ja, wir sind natürlich jetzt nicht am Kreis, aber... Scheiß auf den Kreis. Der Kreis ist scheiß. Also das ist eine Game-Show, die ich mir gerade überlebt habe. Hier ist schon die dritte Kiste, ne? Ja. So gut. Und ein Autochen ist ja auch. Was ist hier im Tunnel? Hier kann man sogar in den Tunnelsen rein. Da ist nix. Ja, wir sind nicht weit weg vom Kreis. Also wir sind ja zwar am Ende des Kreises, aber immer noch cool. Wo bist du denn? Du bist schon wieder so weit weg. Warum? 160 Meter. Geil, im Flugfeld wird richtig geballert. Nehme ich lieber die Aug? Weiß ich auch nicht. Ah, da bist du ja. Alter, du bist so eine Ratte, das gibt's gar nicht, ey. Das ist ja unfassbar. Spaß. Ich mach das nicht. Hier, hol dir volle Muni. Ah ne, das ist Panzerplatten. Ich hol mir jetzt eine Selbstwiederbelebung. Auch gut. Kannst auch mal machen, wenn du Cola hast. Was ist denn? Ist hier eine Vorratsstation? Ja, da links. Von mir. Ich hab 2800. Ist nämlich mega geil. So. Mein Freund. Boah, reicht leider nicht. Man braucht noch mehr Kohli. Das wird hier schon wieder rumgeballert, ey. Ist ein Auto, ne? Ja. Können wir im Auto fahren? Wo Präzisionsluftschlag. Was da? Ey, wie schleicht man eigentlich? Ich glaube nur, wenn man. Also ich mach's immer mit, indem ich auf Hocke gehe. C einfach, Crouch. Ich hab die Tasten anders als du. Dieses Gebäude, dieses Schöne, hast du wahrscheinlich schon durchgelootet, oder? Ja, wollen wir weiterfahren mit dem Auto? Nee, das macht nur Lautstärke, brauchen wir doch gar nicht. Sind wir schon am Kreis. In die Sicherheitszone. Von wo kam das Flugzeug? Wir sind nach links weggesprungen, oder? Ich würde sagen, wir zirkeln hier so schön im Norden rum. Ja, ich weiß ja, oder halt mehr. Süden, ne? Ach so, meinst du? Ja. Weil der Flug. Ja. Da sind aber auch Leute gelandet. Also, es ist überall jetzt. Wir werden dem Feindkontakt nicht aus dem Weg gehen können. Am Flugfeld ist auch gefährlich. Weil das ist eigentlich überall. Da haben wir halt, guck mal, wenn wir halt im Süden. Oh, da ist ein Auto über uns im Norden. Was?
Nordwesten bei 300, rotes Auto auf der Map. 300? Er kommt da. Ich habe ihn einmal erwischt. Oh ja, ich sehe ihn. Schießt du auf den? Ah, die haben mich leider. Einer ist ausgestiegen und der andere nicht. Hätte ich mich mal versteckt, wa? Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Kann ja mal ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Gulag-Mann! Er ist der Gulagmann, er ist der Gulagmann. 3-1, alles klar. Luftschlag im Anflug. Oh, scheiße. Wo bist du jetzt? Wo bist du? Ich bin immer noch da, wo du gefrackt wurdest. Kein Erfolg. Also, ich sehe dich nicht. Da. Hast du überlebt? Ja. Ja. Hey, wo bist du denn? Ich gehe jetzt hier bei dem roten Haus runter. Wir müssen gleich im Kreis. Feindliche Drohne über uns! Okay. Aber die müssen auch. Der Luftschlag hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Scheiße, der Kreis kommt, ich muss los. Da ist ein Buggy. Ja, ich komm mit. Ich bin am Steuer. Ich hol dich. Schanz dich. Ja, ich komm, alles gut. Ich renne zu Fuß, ich schaff das, sofern mich keiner abballert. Kann natürlich gut sein, dass mir einer abballert hier auf offenem Felde. Aber so rein von den Mädern. Du das Auto ist zu vorbei. Laut, ich kann dich nicht hören. Du fährst an mir vorbei. Wo bist du denn? Ah, komm. Ja, ist doch gut jetzt. Wir steigen jetzt. Das ist doch viel zu laut. Lass doch lieber so entspannt sein. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Okay, Ausrüstungslieferung. Die würde ich jetzt zur Abwechslung mal mitnehmen. Feindliche Drohne über uns. Da ist einer. Alter, ist die Scheiße, die Waffe. Wenn die Schüsse sehen, hältst du den Rücken frei? Ja. Und der Zug? Wie weit muss man denn da vorhalten? Wo bist du? Ich bin um die Mauer rum. Von der anderen Seite. Hier, wir müssen Gas geben, ne? Oh, warte, einer ist genau in dem Rondell-Gebäude hier. In diesem Apple-Ding. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, in diesem Gebäude da vorne. Ja, da oben, in dem Tower. Ja. Ja, ja, aber der muss auch raus. Der wird mit dem Fallschirm springen. Wir müssen los. Ja, komm, okay. Da waren noch zwei Autos, aber egal. Ja, wir müssen ein bisschen zirkeln, aber wir müssen wieder mal übers scheiß Flugfeld. Ich sollte mir doch das Fahrzeug nehmen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 40 Sekunden. Ja, komm. Schaffen wir. Ja, wir schaffen das auch so. Aber ja, aber du läufst übers Feld und dann wirst du erschossen. Mit dem Auto sind wir wenigstens schneller. Ich sammel dich ein. Sammel mich ein. Sag, was du kannst. Was ist das Scheiße? Einfach gesnackt von einem. Wo bist du? Ja, also, guck doch auch mal auf die Karte. Komm. Wenn ich dich das frage. Ja, laber mich nicht voll, mach. Wo bist du? War nicht ein wirkliches. Ich weiß nicht, wo du bist, sondern steig ein. Der Kreis verengt sich. Nein! Oh, da waren geile Sachen rum, ey.
Ja, da lag dein Tod, lag da. Au. Okay. Hier sind wir sicher. Okay, alright. Das ist eine Kiste. Gib mir das. Ein Teammitglied wurde ich hab irgendwas aus Versehen gemacht. Ziel markiert. Wieso? Meist gesucht. Ja. Warum nimmst du das auf? Ich dachte, das wären Dingsbums. Oh. Oh, hast gesehen, ne? Ganz schön knapp. Feindliche Drohne über uns. Hier ist der Feind. Ja, ich weiß, ich habe auf ihn geballert. Warte, ich komme mit dem mit. Oben im Hangar. Ja. Er wusste genau, dass ich da langkomme. Ich bin auch echt einfach. Er wusste genau, weil. Also hat er wieder eine Drohne oder einen Heartbeat-Sensor oder irgendwas gehabt? Ich check's nicht. Aber sehr gut, jetzt haben die anderen beiden ihn platt gemacht. Oh, ich kann ja gar nicht mehr gelocken. Ich habe ja schon gelockt. Ja, also der Chat sagt auch, dass es definitiv gewinnst, nur Cheater gewesen sein können. An die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Ist im Haus, glaube ich. Du bist hinter dir. Jetzt hast du es hinter dir. Ihr Lieben, das war Warzone für heute. Ein paar gute Ansätze dabei, aber wir werden definitiv weiter üben und unsere Skills verfeinern und dann demnächst auch mal gewinnen. Top 10 haben wir heute schon mehrfach geschafft, ein bisschen Pech gehabt. Jetzt im Anschluss gibt es eine richtig geile Schachsendung mit Fabian Krane und tollen Gästen. Wir sehen uns gleich um 22 Uhr, glaube ich, oder sowas. 22 bis 0 Uhr, irgendwie bin ich noch mal heute Abend für euch da. Mann, Nils, jetzt hör auf, so sachlich abzumoderieren. Kannst du auch mal eine Emotion jetzt zeigen? Also du redest wie so ein. Welche willst du denn? Wer bist du, der Rain Man oder was? Ja, das war nächstes Mal. Kannst du mal jetzt irgendwie, bist du vielleicht auch mal pisst jetzt? Scheiß Fick, ey! Ja, Mann! So eine Scheiß verfickt! Ja! Ja! Scheiße! Ja! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich bin so Scheiße. Unglaublich sauer! Authentische Gefühle! Wut! Oh, so viel Wut! Da! Ah! Ja, fall mir gerade.